Ratschlag, die Top 10 der Unfallschwerpunkte in Dresden. So fahren Sie sicher durch Dresden mit Fahrrad XXL, Ihr Fahrradfachmarkt mit der größten Auswahl in Dresden-Nickern und Mikten. Fahrrad XXL erleben, testen, losfahren. Liebe Zuschauer, immer mehr Radfahrer sind auf Dresdens Straßen unterwegs. Eine Konsequenz, immer mehr Unfälle mit Radfahrern. Besonders im Herbst und im Frühjahr steigen die Unfallzahlen. Ich habe mich heute verabredet auf der Bautzener Straße mit Herrn Breske von der Dresdner Polizeidirektion. Wir stehen heute an der Bautzener Straße hier. Hier ist viel geschehen, bauliche Veränderungen wurden vorgenommen, hier wurde viel investiert. Vielleicht fassen Sie mal kurz zusammen, was ist hier geschehen, was wurde hier optimiert, wie sind Ihre Erwartungen an die Bautzener Straße? Ja, also optimal ist natürlich, dass wir jetzt hier eine schöne Trennung wiederum des Kraftfahrzeugverkehrs haben und der Radfahrer hier sichtbar an diesem Schutzstreifen oder sogar Radfahrstreifen, wo auch eine Benutzungspflicht hier ausgezeichnet ist. Ich gehe davon aus, dass wir denn auch diesen Knoten, diesen Unfallortschwerpunkt in den nächsten Jahren gar nicht mehr in der Negativ-Top 10 finden werden, sondern dass das schon erheblich dazu beiträgt, dass hier weniger Unfälle auftreten. Als Autofahrer, aber auch Radfahrer, welche verschiedenen Möglichkeiten des Radweges gibt es? Also woran erkenne ich, wie ich welchen Radweg befahren darf, auch als Autofahrer vor allem? Ja, also der Radfahrer erkennt das natürlich an den Verkehrszeichen. Ein Radfahrstreifen schreibt immer eine Benutzungspflicht vor, entweder allein auf dem Radfahrstreifen oder in Kombination auf dem Gehweg. Der Kraftfahrer erkennt das an der durchgezogenen Linie, das heißt, hier ist ein Radfahrstreifen, der darf auch nicht überfahren werden, auch nicht zum Halten, Parken, auch nicht durch Lieferverkehr genutzt werden. Und dazu unterscheidet man dann noch den Schutzstreifen. Den darf dann tatsächlich der Kraftfahrzeugführer überfahren, muss aber dann umso mehr auch auf die Radfahrer dort achten. Einen letzten Punkt, Verhalten auf dem Radweg. Wenn ich jetzt sehe, hier führt ja der Radweg genau über die Straße. Angenommen, ich habe jetzt einen langsam fahrenden Fahrradfahrer vor mir. Darf ich den als Radfahrer überholen oder? Ja, das ist, es verleitet natürlich dazu, wenn jemand langsam vor ihm fährt, dann auch diese gestrichelte, also nicht gestrichelte Linie, die durchgezogene Linie zu überfahren. Gleichwohl darf er das nicht. Also er muss tatsächlich dann die Geschwindigkeit mindern. Wenn es dann in Richtung Behinderung geht, kann man mit besonderer Vorsicht, das ist dann auch immer eine Einzelfallentscheidung, muss man abwägen, natürlich auch den überholen. Hat aber immer die besondere Vorsichtspflicht dann. Also wir sehen es wieder, liebe Zuschauer, Vorsicht, eines der höchsten Gebote in Bezug auf Radfahren und Autofahren. Ich bedanke mich bei Herrn Breske, würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten zu einer neuen Ausgabe von Ratschlag. Ratschlag, die Top 10 der Unfallschwerpunkte in Dresden. So fahren Sie sicher durch Dresden mit Fahrrad XXL, Ihr Fahrradfachmarkt mit der größten Auswahl in Dresden-Nickern und Mikten. Fahrrad XXL erleben, testen, losfahren.